Hanako-san, dein Dub ist ja echt gut. Und so sehen wir uns auch zum zweiten Teil der Hanako-Unboxings. Heute frisch abgeholt von der Poststelle, am 7.7. eigentlich erst released, aber ihr kennt das Spiel ja, wir erwähnen es oft genug. Mein Schulgeist Hanako oder Toilet-bound Hanako-kun, je nachdem, ob man jetzt Manga- oder Anime-Version natürlich hier im Deutschen benutzt. Volume 2 enthält die letzten 6 Folgen der ersten Season. Und ich finde gerade nicht die Stelle. Ja, es sind aktuell auch keine weiteren Seasons angekündigt bei Hanako-kun. Wie ich bereits im ersten Video erwähnt habe, die richtig storylastigen Kapitel haben sie tatsächlich auch übersprungen. Also es gibt Arcs, die spielen etwas später im Manga. Jetzt wirklich sehr viel spät, aber. Und es gibt Arcs, die gar nicht erwähnt wurden, obwohl diese eigentlich davor schon stattgefunden haben. Was ein bisschen schade ist, aber mit Glück kommt vielleicht doch noch irgendwann was. Es kann ja notfalls so sein wie der Aono Exorcist. Was übersprungen wurde, holt man nochmal nach. Dann kleiner Sticker von Manga Kals. Verlegen wir entsprechendes Manga in Deutschland. Erster Minuspunkt. Sticker nicht auf der Folie, sondern hier. Aber wenn es ist wie immer, wird Peppermint einen guten Sticker benutzen, der nichts kaputt macht. Hafersticker. So, und jetzt mit etwas weniger Glanz kurz für euch die Rückseite. Als Extras haben wir hier ungefähr nichts. Hat nur so die Standards. Tatsächlich, wenn ihr den japanischen Dub von Hanako geschaut habt, das Einzige, was mir wirklich ansatzweise ein bisschen unangenehm war, waren tatsächlich die Mocke, weil die von der Stimme her einen Ticken höher, tiefer waren als das Japanische. Im Japanischen sind sie sehr hoch gepitcht, was im Deutschen jetzt weniger der Fall ist, gell? Aber trotzdem noch immer schön hoch und niedlich. Ja, Was ich ja. sagen würde, ungefähr so ein Unterschied wie zwischen der Synchron der eigentlichen Stimme von Ilias Fjell von Einspern zu Charlotte Uhlig. Passt noch immer, ist aber natürlich ein bisschen weniger fiepsig. Und recht ungewohnt. Die Spiegelhülle und unter der Disk sehen Sie. Mocke. Nächsten Bonbon. Mocke sind immer da. Gut, die Mocke planen ja auch in Side-Stories von Hanako, die es eher im Manga gibt, Hanako aus dem Weg zu räumen, damit sie eines der Schulmysterien werden. Sie wollen ihn zu Tode flauschen. Unter anderem. Das war natürlich wieder das Vorbesteller-Goodie. Ja, ich glaube, ihr wisst mittlerweile Bescheid, dass wir, was das angeht, wenn wir eine Show sehr, sehr mögen, bestellen wir auch immer zeitnah, dass wir die ganzen Vorbesteller-Boni auch bekommen. Außer es wird mal vergessen, aber da ist Peppermint zum Glück sehr, sehr kulant. Also die Sachen kriegen wir danach geschickt, wenn es mal vergessen wurde zu liefern. Genau, was Peppermint auch jetzt beigelegt hat, war hier eine kleine Leseprobe von Manga Cult, die umfasst das erste Chapter. Ist nichts Besonderes. Und dann gehen wir doch mal gleich an den Schuber. Beziehungsweise, da es nur 2 Volumes sind, können wir auch schnell hier nochmal zeigen. Volume 1, Volume 2. Und einmal wenden. Grün auf Rot. Und hier noch einmal kurz für euch das Innere, Volume 1, Volume 2. Nur in einer Leichter leichten. Farbunterschied, aber trotzdem passend. Und in den Schuber, die sind in letzter Zeit immer, wenn sie ankommen, etwas dehnbar. Deswegen haben wir auch angefangen, bei solchen Schubern erstmal irgendeine andere Blu-ray etwas reinzulegen, dass es halt eben schon nicht so schwer geht, wenn wir gerade ein Video machen. Aber ja, Höhe ungefähr gleich, auch wenn ich jetzt gerade sehe, das Volume ist leicht verschoben. Das wird aber eventuell einfach hier dran liegen. Hat hier das V-Sitz etwas höher. Dafür guckt es auch ein bisschen im Schuber umgekehrt. Da nochmal der Schuber. Die Seite war ja ungefähr unter dem Softschuber nochmals gleich im Stil gewesen.
Und das erste extra war ja Mocke. Ein Bonbon. Die Rückseite vom Clearfile wieder in DIN A5 Format. Ja, not for sale, hat man ja eben schön gesehen. Und damit sind wir sowohl deutsch als auch japanisch, was den Anime von Hanako-kun angeht, laufend. Leider. Naja, lasst uns gern wissen, was haltet ihr vom Dub? Habt ihr die Serie geschaut? Habt ihr sie vielleicht jetzt mal mit dem Dub angefangen? Oder nur das Manga gelesen? Hm. Weil das genauso ist im Anime-Kreis wie eigentlich die PC-Gamer. Ja, sie haben halt leider, wie gesagt, ein bisschen was Storytechnisches rausgelassen. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Daumen drücken. Bis dahin. Wollt ihr ein Bonbon?